Boah, Freunde, das Video hat uns 2 Monate Arbeit gekostet und ist einfach nur geisteskrank spannend. Denn 5 Personen behaupten, radikale Extremisten zu sein, doch nur einer sagt die Wahrheit. Es geht wieder mal um 500 Euro. Sollten wir richtig liegen, bekommt der Extremist 100 Euro. Sollten wir doch falsch liegen, bekommt der Lügner die ganzen 500 Euro. Hallo, hallo, können Sie mich hören? Mein Penis hängt in der Dusche fest. Bitte helfen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, Mann. Oh, Hilfe, er kackt ab. Oh. Scheiße, wir sind hier gerade neu und direkt Türschrotten. Nein, Sky ist wieder am Start, meine Freunde, mit einem neuen, ganz entspannten. Ja, Jamal, ist das heute ein sexy Video? Das ist ein sehr, sehr sexy Video. Bruder, ey, was wir heute am Start haben, ne, ist komplett geisteskrank. Wir haben heute einen echten Extremisten am Start. Und ey, Freunde, ich muss sagen, ich bin wieder mal aufgeregt. Real Talk, was die Jungs da im Hintergrund organisiert haben. Geisteskrank. Wie lange saß ihr da dran? 3, 4 Wochen? Ey, an der Stelle muss man ganz kurz einmal in die Kommentare schreiben, was die Jungs im Hintergrund für einen Job machen. Ich meine, ich habe damit ja nichts zu tun. Aber, Freunde, das Ganze werde ich heute wieder nicht alleine machen, denn wir haben heute ein paar Special Gäste dabei. Und diesmal haben wir keine Special Gäste dabei, sondern Special Guests. Und ich würde sagen, guck mal, wir schnacken gar nicht kurz rum. Wir bitten die Jury einmal right to the wine. Ja, 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 ja. Wow, wow, wow. Oh mein Gott. Was geht, Bro? Alles gut? Ey, oha, Jungs. Aleikum salam, Bruder, was geht? Salam aleikum, alles gut? Servus. Fasten und so, weißt du, was will ich? Alright. Ey, freut mich, dass ihr hier seid. Danke dir für die Einladung, Bruder. Ich gar nicht. Krass. Ja. Wie freut dich nicht? Nein, Spaß, freut mich. Alright, wollt ihr euch erstmal setzen? Setzt euch. Alright. Ey, es freut mich, dass ihr hier seid. ABK, Bruder. Wie lange kennen wir uns? Seit heute. Seit heute, ne? Wer bist du eigentlich? Ihr wisst, wie das Format funktioniert, ne? Wie viele Abonnenten hast du denn? 2000, Bruder. Ah, lass mal los, Bruder. Das macht schon einen Tag, Bruder. Warte, ey, wir müssen auch sagen, worum es heute geht. Heute geht es nämlich um... Boah, gefährlich vor ihm eigentlich, ne? Darf man eigentlich nicht zeigen. So, heute geht es nämlich nicht um 100, nicht um 200, nicht um 300, nicht um 400, sondern um 500 Euro, Bruder. Aber das Geld ist nicht für dich. Deswegen bist du mir so sympathisch, du weißt doch, nein, Sky auf YouTube. Ja, genau. Lieblingskanal, ich hab sogar kostenpflichtig abonniert, Bruder. Na, warst du? Bist du Mitglied? Schon 2 Monaten bin ich schon. Boah. Du hast so schöne Augen, ne? Alright, auf jeden Fall kriegen diese 500 Euro, kriegt ein Kandidat, wenn wir den Lügner als richtigen quasi enttarnen. Und wenn wir es richtig raten, was passiert dann? Dann haben wir gewonnen, aber dann kriegt er 100 Euro, die anderen gehen leer aus, aber da wir so nett sind, kriegt am Ende dann doch jeder was. Aber die sollen dann eine gute Motivation haben, deswegen wissen sie es noch nicht. Was kriegen wir als Jury so? Alright, dann würde ich sagen, alright, machen wir weiter. Ich würde sagen, wir bitten einmal die Kandidaten right to the wall! Mitte macht mir Angst, Bruder. Mitte macht mir Angst. Ich hab nur Angst vor Allah. Auf was tippt ihr so? Erster Eindruck? Links, ganz links. Ganz links? Ja, die Frau. Vorne links, die Frau? Ja. Also ich würde sagen hinten links, erster Eindruck. Hinten links? Ja, echt? Links. Was denn, was für ein Extremismus? Was, welche Art von Extremismus? Wird sich dann herausstellen. Ah, oh, also geht um deinen Eindruck. Sag vorne rechts. Vorne rechts? Also was sagst du, MK? Ich sag noch gar nichts. Aber so ein Gefühl. Aber dann ist es langweilig, weil es nachher stimmt. Ich weiß, dass es stimmt. Der im Roten? Ja. Oder dahinter, der mit dem weißen T-Shirt? Und was glaubst du, was der im weißen T-Shirt ist, wenn eine extreme Richtung? Extremer Fortnite-Spieler oder so. Vielleicht ein Hooligan vom Fußballverein. Hooligan? Boah, stimmt, könnte auch sein, ne? Okay, ey, ich würde sagen, an der Stelle, vorne rechts soll mal bitte anfangen. Boah, jetzt bin ich gespannt, Digga, ich bin gespannt. Jo, hallo, mein Name ist Nelson, ich bin 23 Jahre alt und ich war bis zu meinem 18. Lebensjahr sehr radikal und extremistisch unterwegs, weil ich hatte einen Hass gegen deutsche Menschen. Gegen was für Menschen? Deutsche Menschen? Deutsche. Bis zu deinem 18. Lebensjahr? Ja. Alles klar, dann der Rote kann weitermachen. Ich bin der Ferdi, komme aus Mönchengladbach, bin 37 Jahre alt und wir haben früher Nazis gejagt.
Nazis gejagt? Das war früher. Heute sieht's anders aus. Ne? Aber was heißt denn gejagt? Ja, wir haben die gejagt. Wenn du mehr wissen möchtest, kann ich anfangen. Ja, machen wir gleich. Okay, der ist heiß. Hallo, ich bin Celine, 24, eine queere Feministin und ich habe eine Zeit lang Männer gehasst. Männer gehasst? Boah, das Thema ist ja gerade richtig aktuell, ne? Ja, Feminismus. Stehst du auf Männer? Nein. Okay, ja, das sieht man auch an ihrem Dings, ja. Was habt ihr denn gemacht? Wir haben Graffiti gemacht und ein bisschen Vandalismus und ich war in ein paar Gruppen in Hannover unterwegs mit Freundinnen, also ja. Habt ihr Männer angegriffen? Nee, nicht direkt. Nee. Ich glaube eher, hast du Männer gehasst oder eher verachtet? Ich fand das ganze System, wie sich, ich bin christlich aufgewachsen so und ja, da wird die Rolle der Frau so voll dargestellt, von wegen, du musst einen Mann heiraten, du musst Kinder kriegen und irgendwie, ich bin so aufgewachsen, das war für mich, ich habe das voll ernst genommen, so, keine Ahnung, das ist mein Glaube gewesen. Dann habe ich einfach irgendwie überhaupt nicht in diese Rolle gepasst und dachte, es kann ja wohl nicht sein, dass mir Leute vorschreiben, wie ich sein soll. Ja, bin dann reisen gegangen, habe dann so alles stehen liegen lassen, so, war unterwegs in Mexiko und so durch Mittelamerika bis nach Kolumbien. Und habe dann in einigen Hostels einfach total viele coole Leute getroffen, aber vor allem auch so Frauen, die haben mir erzählt, also richtig coole Frauen, die haben mir einfach so voll viel erzählt und so die Augen geöffnet, sag ich mal. Dafür, weil ich vorher einfach auch so nicht ganz wusste, so wie funktioniert das alles und ich habe rausgefunden, dass ich gay bin und nicht auf Typen stehe und vorher dachte ich so, ich muss in diese Welt reinpassen. Warum ist das so mit der Gesellschaft? Hast du das herausgefunden? Wann ich gay bin? Ja, also so, dass du auch Männer hast und das. Also so. Ja, okay, also ich meine, man weiß es schon immer so, sag ich mal. Habe ich dann, da merkt man das so, aber ich habe mir schon eingeredet, dass ich das nicht bin. Ganz lange Zeit, weil es für mich richtig schwierig war, so damit klarzukommen. So. Ja, das war nämlich so, dass ich dann unterwegs war in Hannover. Ich bin nach Linden nach der Reise wiedergekommen, habe eben mich informiert, was es gibt, habe neue Freunde gemacht und also eine Freundin, eine sehr gute Freundin, die hatte halt einen sexuellen Übergriff erfahren. So. Und dann hat sie das so projiziert darauf, dass sie Männer gehasst hat. Und wir waren einfach so unsere Gang, so. Wir waren einfach so, das machen wir. Jetzt ist so, das kann ja nicht sein, so fuck the patriarchy, es kann ja nicht sein, dass wenn Frauen an den Arsch grapschen, dass es okay ist. So, ne? Darf ich fragen, bist du heute, würdest du sagen, anders? Hast du diesen Männerhass gar nicht mehr? Ja. Nee, den habe ich nicht. Das war eine Phase einfach, wo ich so voll zu meiner Freundin gestanden habe und das war irgendwie, ich habe gemerkt, dass es natürlich voll, das ist Kämpfen mit dem gleichen Gewaffen, so sage ich mal. Ne? Natürlich akzeptiere und toleriere ich alle so und das heißt nicht, dass wir nicht weiter für Frauenrechte kämpfen, aber nicht so radikal. Auf jeden Fall nicht mehr so aktiv da drinne, vor allem so, ja, das war einfach ein bisschen viel alles. So. Hattet ihr so einen Gruppennamen? No names, no structures. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir mal mit dem hinten rechts weiter. Wir fragen später noch mehr. Oder es stimmt einfach alles, nur dieser Männerhass stimmt nicht und das ist die Lüge. Dabei ist sie trotzdem so, wie sie ist. Sie ist lesbisch und alles, aber war nie extrem. Freunde, seid mir ehrlich, hattet ihr diesmal auch so gar keinen Durchblick, wer von den Teilnehmern jetzt nur die Wahrheit sagt und wer lügt? Also ich finde, mir ist es persönlich richtig schwer gefallen, weil die Teilnehmer einfach so krass ihre Story erzählt haben, dass ich einfach gar keinen Durchblick hatte. Wo ihr aber wiederum definitiv einen guten Durchblick habt, ist bei Clark, was eure Versicherung angeht. So, und an der Stelle muss ich ganz kurz nochmal sagen, ohne Spaß, ich muss mich an der Stelle wirklich nochmal bei Clark für die Zusammenarbeit bedanken, dass wir jetzt wieder die Chance haben, mit Clark zusammenzuarbeiten, weil Clark, bin ich ehrlich zu euch, macht hier gerade, was das Format angeht, sehr, sehr viel möglich und an der Stelle muss man auch einfach mal wirklich Danke sagen, weil meiner Meinung nach ist Clark halt einfach die beste App, wo ihr eure ganzen Versicherungen digital managen könnt. Ich weiß noch früher, als ich Clark noch nicht hatte, war es bei mir so, dass meine Versicherung komplett überall in Ordnern war. Ich wusste nicht, wo jetzt was ist. Ich habe so viele Versicherungen und ich hatte einfach gar keinen Überblick. Bei Clark ist es so, dass ihr alle eure Versicherungen in digitaler Form auf der App habt. Aber das ist nicht das Einzige bei Clark, sondern bei Clark habt ihr auch noch die Möglichkeit, dass ihr eure Versicherung dort hochladet und Clark spuckt euch gleichzeitig eine bessere Versicherung raus, wo ihr mehr Leistung habt zum günstigeren Preis. Also ich muss sagen, ich find's richtig stark. Aber Freunde, das war's noch nicht. Diesmal haben wir zwei richtig starke Aktionen. Die erste Aktion ist, dass ihr, wenn ihr drei Versicherungen auf Clark hochladet, bekommt ihr einen 45-Euro Amazon-Gutschein. Pro Versicherung bekommt ihr 15 Euro. Das war's noch nicht. Wenn ihr mir den Nachweis auch nochmal bei Instagram schickt, werde ich auch nochmal ein bisschen Liebe bei euch da lassen in Form von Likes zurück, hier kommentieren dies, das. Und checkt auf jeden Fall Clark aus. Erster Link in der Beschreibung. Ja, vielleicht seht ihr ja Clark noch in den ein oder anderen Videos. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Video. Lecker.
Hussein, 40 Jahre alt, bin zum Islam konvertiert, als ich 18 Jahre alt war und habe so ziemlich jedes Klischee erfüllt, was man so in den Schlagzeilen über typische Konvertierte so hört. Du heißt Hussein? Hussein, ja. Ah, okay. Und was bist du eigentlich für Landsmann? Deutscher. Ah, Deutscher. Warst du mal in Syrien dann auch diese Geschichten oder gar nicht? Ach nein. Er hat gesagt, typisch Klischee-Geschichten. Er hat gesagt, extrem. Wenn ja, da kannst du ein Video zumachen, kannst du direkt Polizei rufen. Nein. Klischee ist eher dieses Leichtgläubige, meinst du und so, ne? Schnell. Klischee, damit meine ich alles, was man so hört, dieses Übertriebene, Extrem. Man will alles richtig ausleben. Kann ich euch gerne alles darüber, wenn ihr Fragen habt. Du bist zum Islam konvertiert, richtig? Richtig. Wie viele Suren hat der Koran? 114. Was war der erste Vers, der herabgesandt wurde? Ikra. Wie viele Versen hat der Koran? Ungefähr, was denkst du? Über 6000, ich weiß nicht genau. Ja, der hat schon recht. Bist du immer noch extrem oder jetzt nicht mehr? Ich bin immer noch Muslim. Ja, Muslim, ja, aber extrem oder? Jetzt wäre ich heute nicht hier. Okay. Also ich würde sagen, kann ich dich fragen, wie kamst du da raus? Also so auf diesem Extremen? Er hat doch gerade gesagt, dass er noch extrem ist. Nein, der meinte, sonst wäre ich nicht hier. Ich glaube, sonst würde ich mich hier nicht hinstellen. Genau. Wann hast du denn bei dir mal Klick dann gemacht? Welches Jahr und wie alt warst du da in dem Moment? 2015 hat es bei mir Klick gemacht. Okay, und was war der Auslöser? Eine Haftstrafe. Aha. Und darf ich fragen, wie lange? Ich habe 5,5 Jahre bekommen. Und das auch wegen dieser extremen Beihilfe. Krass, Alter. Dann den hinten links noch. Hallo, ich bin der Mustafa, ich bin aus Bonn, 30 Jahre alt und ich war sehr, sehr, sehr extremistisch und auch immer für die Kamera, ich stand ziemlich komplett davon, es war eine Zeit lang, ich habe eine Gehirnwäsche verpasst, war dann 3 Monate lang im Ausland in Syrien. Ich hab's doch gesagt, das ist möglich. Okay, seit wann bist du wieder hier? Seit 2004, also ich war nur 3 Monate da. Ja, 3 Monate, aber wann ist die Zeit gewesen? Wo 2013 bin ich. Okay, also schon am Anfang direkt da, wo das alles begann. Da hat das nicht alles begonnen, das war damals im Bürgerkrieg, Jabhat al-Nusra hieß es. Aber was war Jabhat al-Nusra? Genau. Bist du konvertiert, Entschuldigung? Nein, ich bin gebürtiger Muslim. Genau, 3 Monate lang halt und durch den Schleuser. Von wo habt ihr euch geschleust? Von der Türkei aus. Gaziantep bin ich gelandet und dann bin ich durch Suruç zu einer Arab rüber. Boah, das ging schnell, ja, Alter. Ja, das ging schnell jetzt. Wann hast du das gemerkt, dass du dahin nicht hinpasst? Also welchen Moment und welche Stadt warst du stationiert? Also damit? Ich bin angekommen in Ain al-Arab. Als ich ankam, 6 Männer haben mich empfangen. Sofort mein Handy weggenommen, mein Ausweis weggenommen, direkt ins Trainingslager. Das war nicht der Grund, warum ich dahin wollte. Ganz und gar nicht. Ich habe eine Gehirnwäsche erfasst bekommen. Mir wurde erzählt, dort kannst du frei sein, dort hilfst du deinen Geschwistern. Yeah. Du wirst als Held sein. Yeah. Keiner, der dich unterdrückt, keiner, der gegen dich ist. Yeah. Ganz im Gegenteil war das dann. Und ich bin auch nur wirklich heute nur hingekommen, als ein Gefallen, um auch die Menschen dort zu bewahren, nicht dahin zu gehen, wirklich. Also es ist wirklich eine komplette Gehirnwäsche. Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe viele Fragen. Ja, bitte. Was war deine Funktion da? Meine Mission? Deine Funktion. So, als ich ankam, wie gesagt, wurde ich 25 Tage lang ausgebildet als Kämpfer, was ich nicht wollte. Ich habe auch ein damaliges Foto, falls ich weiß, ob ich das mal zeigen darf. Dann wurde ich dann halt, nach dem Trainingslager wurde mir mein Handy zurückbekommen und das auch nur um Vertrauen zu gewinnen. Habe ich mein Handy zurückbekommen, meine ganzen Unterlagen wieder, habe dann 1 Monat lang dort gelebt, war dann, der hieß, ich erinnere mich noch ganz genau, er war Tschetschene, er hieß Omar. Ich war quasi wie sein Bodyguard, aber ich habe nur die Ordner so sortiert in seinem Büro. Wie ich zurückkam, war so, ich habe dann gesehen, dass es nichts für mich war. Meine Mutter hat mich kontaktiert, hat mir vorgespielt, dass sie krank sei. Und ich habe eine Familie, ich bin Kurde aus dem Irak, ist bei der Peshmerga-Armee. Auch meine Cousins, meine Familie haben da halt wirklich zu sagen, Generale. Und ich habe ihn halt kontaktiert, weil Irak, Syrien, ne? Die sind auch quasi uns am Bekämpfen gewesen. Als ich auch da war, habe ich gemerkt, das ist einfach nur ein Kampf zwischen Muslimen und dem Regime. Also es war gar nicht, ich wusste gar nicht, was das ist. Hätte ich gewusst, was 2014 aus diesem Staat geworden ist, dass der IS noch damals dazu kam und alles Mögliche, wäre ich niemals in meinem ganzen Leben, egal für was, dort einmal nur einen Fuß rein, niemals. Aber hattest du dort vor Ort so ein traumatisches Erlebnis, weil letztendlich warst du ja in einem recht normalen Bereich noch, dass du nach 3 Monaten schon, nachdem du so eine krasse Gehirnwäsche bekommen hast, fähig warst zu sagen, ich zieh ab hier diesen Moment ab. Ich hab direkt, als ich ankam, sofort, direkt wusste ich, das ist nichts für mich, als ich direkt da reingesteckt worden bin. Eine Frage, aus welcher Stadt kommst du nochmal in Deutschland? Ich komme aus Bonn, ja. Und ich war auch, vielleicht kennt ihr es, war ich auch damals, hab Koran verteilt. Kennst du mich im Momo News, der hat's auch gemacht. Aber in Frankfurt, das Video gibt's noch. Da wollte, dass das gelöscht wird. Die haben Passwort vergessen von Account. Boah, Alter. Ich sage jetzt direkt schon, 500 Euro sind weg. Ey, ist ja richtig schwer. Der rechts würde mich mal interessieren, der gegen Deutsche was hatte. Ja. Genau, warst du auch in der Gruppe oder? Ah, du hattest komplett gegen Deutsche. Oha! Hä, warum das denn? Also in Deutschland, bist du Halbdeutscher? Ja. Das ist krass. Warte, du bist Halbdeutscher und wo kommst du noch her? Meine Mutter kommt aus Deutschland, aber ich kenne meine Mutter. Und dein Papa? Nigeria. Also Halfcast. Ja. Wichtig. Sind sehr gute Männer, habe ich gehört. Okay, okay. Und warum hast du was gegen Deutsche?
Also damit angefangen, ich war damals in meiner Grundschule, wo ich nach 2 Jahren abgemeldet wurde, wegen ADHS. Bei mir wurde ADHS diagnostiziert. Ich bin auf eine Förderschule gekommen, wo ich meiner Meinung nach nie hingehört hatte. Ich war zwar ein Kind, das sich nie wirklich konzentrieren konnte, aber ich wurde irgendwie nie so wahrgenommen, wie ich war. Auf der Schule war ich auch der einzige Dunkelhäutige und es fiel mir wirklich schwer, dort Freunde zu finden. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, dass mich keiner wirklich respektiert hat. Es hat angefangen mit typischen Sprüchen gegen mich, gegen meine Hautfarbe, gegen meine Familie, weil die kannten meinen Vater, weil der hat mich damals dorthin gebracht, in die Förderschule, wo ich auch später noch hinkam. Dazu komme ich auch nochmal. Und mein Vater konnte halt die deutsche Sprache nicht so gut sprechen. Woher kommst du? Also lebst du mit deinem Vater zusammen? Ich habe bei meinem Vater bis zu meinem 18. Lebensjahr gewohnt. Das Ding ist, ich bin später in ein Heim gekommen. Deswegen kann man die Zeit eigentlich nicht mehr mitzählen. Dadurch, dass ich keine Kontakt zu meiner Mutter habe, sage ich das immer so, weil ich bei meinem Vater halt gewohnt habe. Aber die meiste Zeit habe ich halt am Ende im Heim gelebt. Inzwischen, jetzt wohne ich in Hannover, in Rickling. Was machst du beruflich? Ich bin bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr? Deutschland. Aber jetzt hast du nichts mehr gegen Deutsch, oder? Nein. Ich war ja nur bis zu meinem 18. Lebensjahr so extrem. Ich glaube, es war nur mal so ein Ding, dass ich meiner Mutter vielleicht nicht mit groß geworden bin und ich halt wirklich nur Scheiße erlebt habe. Ich bin halt auch von meiner Förderschule später runtergeflogen, weil 2 deutsche Mädchen behauptet hätten, dass ich sie sexuell belästigt hätte. Und es wurde halt direkt so in den Raum geschmissen, als wäre es so wahr. Und die kannten halt meine Vorgeschichte. Ich kam von einer Grundschule, wo ich nach 2 Jahren runtergeflogen bin, wegen ADHS. Darf ich fragen, du hast ja gesagt, du warst extrem gegenüber Deutschen. Was war denn das Extreme, was du gemacht hast bis zu deinem 18. Lebensjahr? Dazu wollte ich eigentlich kommen. Ich bin ja von meiner Förderschule dann auch runtergeflogen, wegen der sexuellen Belästigung. Und ich bin auf ein Heim gekommen. Und das war schon einmal der Gründe. Ich hatte nicht mal wirklich eine Möglichkeit, mich zu erklären, in den Klassenraum, wo dann die Klassenkonferenz war, wegen der sexuellen Belästigung. Was hast du denn anscheinend gemacht bei denen? Ich habe sie angefasst. Schultermassiert? Du kleiner Faktor Gode. Du hättest sowas vor mir gesagt, ich hätte so eine reingeboxt, du kleiner Gode, wärst nicht mal aufgestanden. Ich schwöre bei Gott. Nee, sag, was würdest du fragen? Nein, das war ein Insider wegen so einem. Das war halt in der 5., 6. Klasse. Das kann man ja eigentlich nicht mehr wirklich so wahrnehmen. Das Ding ist, die Lehrer haben es halt so dargestellt, als wäre es wirklich. Die haben mich gar nicht wirklich ausreden lassen. Mein Vater und ich saßen da. Mein Vater hatte auch Probleme, sich mit denen zu unterhalten, weil die deutsche Sprache nicht so beherrschte. Und der große Bruch kam dann, weil das der Punkt war, wo ich von meinem Vater getrennt wurde. Die einzige Bezugsperson, die ich hatte. Ich hatte keine Mutter. Ich bin in ein Heim gekommen, wo ich wirklich nur eine Person, den ich kennengelernt habe, das war Dennis. Aber ich frage mich jetzt, wenn du was gegen Deutsch hattest, hast du dann auch was gegen Deutsche gemacht? Ja. Das will ich ja wissen. Was war das denn? Ja, das war schon extrem. Wir haben die heftigste Aktion, die wir damals gebracht haben, war von einem Mann, bei uns im Dorf, wo das Heim war, sein Gartenhaus angezündet und er hatte Haustiere da drin. Die sind gestorben. Ich gehe davon aus. Und hast du eine Strafe bekommen, irgendwas? Nee, die wusste nicht, dass wir das waren. Aber jetzt bei YouTube so, das so zu sagen, dass du das gemacht hast, auch? Ja, ist schon verjährt. Verjährt? Es ist verjährt. Wie alt bist du nochmal? 23. Und wann hast du es gemacht? Tier sind Sachgegenstände, ja, in Deutschland. Das ist Paragraph 325 BGB, glaube ich. Nee, wenn du ein Tier umbringst, ja, das ist eine bewegliche Sache. Ja. Oha, Alter. Ah, stimmt, du hast ja Jura studiert, ne? Musst du wissen. Krass, Alter. Einfach Sachbeschädigung. Der in der Mitte. Ja, stimmt. Ey, der in der Mitte. Wir brauchen den Roten. Hast du gesagt, gegen Nazis? Oder? So, auf jeden Fall. Das ist auch Jahre her. Wir waren sehr bekannt in unserer Szene. Es hat damit angefangen, ich war 16 ungefähr. Dann wurde ich von 5 Leuten zusammengetreten, zusammengeschlagen. Ich hatte auch richtig Brüche. Als ich im Krankenhaus aufwachte, ging das alles durch meinen Kopf. Und wir waren sowieso immer ein Gang damals. Ja. Wir hatten verschiedene Nationalitäten, wir waren immer zusammen. Dann haben wir uns zusammengetan, dann haben wir jedes Wochenende Nazis gejagt. Damals war das ja extremer als heute. Heute ist das ja ein bisschen ruhiger. Damals zu unserer Zeit, wenn wir in die Altstadt gegangen sind, die hatten immer auch eine Gruppierung da gehabt. Da haben wir die besteinigt erstmal und... Was? Besteinigt. Dann sind wir auf die Dorf gegangen. Ich war gerade gesteinigt. Gesteinigt? Doch, meint er da doch. Ja, aber nicht gesteinigt. Besteinigt. Es gab immer so Auseinandersetzungen, bis ich auch im Gefängnis gekommen bin. Ah, du bist ins Gefängnis gekommen? 3,5 Jahre, aber ich habe 2 Jahre nur abgesessen. Ja, danach... Wegen was? Das war schon fast versuchter Totschlag. Ne? Versuchter Totschlag? Habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur versuchter Mord. Und dann haben wir so einen Glatzkopf gesehen. Warte, ganz kurz, stand in der Anklage versuchter Totschlag? Nein, ich war noch minderjährig, deswegen ging das nur als schwere Körperverletzung. Aber wo ich bei der Polizei in der Wache war, Mönchengladbach, im U-Haft saß ich da. Auf jeden Fall, wir haben den so krass zusammengeschlagen, dass er wirklich alle Knochen fast gebrochen hatte. Und ich war so besoffen und am nächsten Tag, als ich im U-Haft aufgestanden bin, ging mir das wirklich tief durch die Seele. Das hat mir auch richtig leid getan. Danach hatte ich auch irgendwann nach dem Besuch im Gefängnis, habe ich damit abgeschlossen und habe gedacht, okay, jetzt kann man ein neues Leben starten und was Produktives halt. Als du den Typen da zusammengeschlagen hast, ja, warst du zu einem Zeitpunkt betrunken?
Ja, ja. Was hattest du für einen Promillewert? Ja, das ist schon so lange, ist schon so lange her, das kann man nicht wissen. Ich war da vielleicht 17, ja, aber 18, dein Anwalt, 37 Jahre. Warte, dein Anwalt hätte dir, weil ein bestimmter Promillewert kann dich ja noch vor der Strafe ja, retten. Ja, das stimmt. Das ist korrekt. Ich habe ja auch Jugendstrafe bekommen. Ich sollte die Strafe bekommen. Ja, aber trotzdem geht es darum. Ich habe noch Schmerzensgeld bekommen. Das war damals D-Mark, 10.000 D-Mark musste ich. Ja, aber das geht mir darum, weil wenn du jetzt einen bestimmten Promillewert hast, dann wärst du ja jetzt unzurechnungsfähig vielleicht. Ja, ne? Ja, ja, aber so viel war es so nicht. So, aber so viel du weißt den Wert nicht. Das war nicht über die Grenzwerte. Also ich war schon irgendwo bewusst, was ich tue, sage ich mal. Weißt du deinen noch aus Madeira, dein Promillewert? Weißt du deinen aus Madeira? Muss man keinen Double Piece. Ich würde sagen, ja, den Promille. Warum will ich jetzt gar nicht haben? Aber ich weiß, dass meine Geldstrafe 10.000 D-Mark war zu dieser Zeit. Ne? Safe. Wir waren ja auch sehr bekannt in unserer Szene, sage ich mal. Ne? Polizeilich gesehen auch. Die wussten, dass wir immer auf Jagd sind, jedes Wochenende. Aber wenn du doch schon in der Szene so bekannt gewesen wärst und auch generell deine Leute, dann wärst du doch vielleicht, bist du ja der Polizei bestimmt schon ein paar Mal aufgefallen, ne? Ja, natürlich. Dann die wussten wäre doch, ganz genau, dass wir kommen. Ja, aber dann wäre doch deine Strafe nicht so mild ausgefallen. Weil ich halt minderjährig noch war. Normalerweise hätte ich viel größere Strafen bekommen. Als ich meine Strafe abgesetzt habe, habe ich auch mir geschworen, einfach aus dieser Szene rauszugehen. Logisch, ne? Irgendwann wird man auch erwachsen. Aber wenn ihr vielleicht mal googelt, im Zeitung guckt, vielleicht findet ihr noch was. Wir waren namentlich auch sehr, sehr, sehr bekannt. Wie war denn euer Name? Nee, nur wir hatten keinen Namen. Wir waren zwar harter Bursche. Wir waren namentlich bekannt, aber wir hatten keinen Namen. Namentlich bekannt, aber kein Name, oder wie? No Angels. No Angels. Ja, war ein Name. Ich glaube, wie heißt der Name? Wir hatten keinen Namen. Ja, auf jeden Fall, so war es tatsächlich. Natürlich bin ich nicht nach Syrien gegangen oder habe irgendwelche Kriege geführt. Ne? Aber ich möchte die 500 Euro haben. Nein, nein. Ich kann euch jedem 500 Euro geben, wenn ihr wollt. Ey, guck mal, wir müssen jetzt eins machen. Wir müssen einen rauswählen. Ich sag ganz ehrlich, wer rauskommt. Ich würde sagen Mitte, rot. Echt? Ich hätte jetzt ganz klar weiß hinten, weil der... Nein, weiß nein. Hinten. Der hat noch fast gar nichts erzählt. Den will ich noch hören, den will ich noch hören. Der rote, der ist mir zu fresh. Der sieht mir zu sehr nach Instagram aus. Der wird nach diesem Video Instagram-Account von hinten, der wird Fotos machen. Ich sehe das. Der könnte auch voll der Nette sein. Der könnte so ein Comedian sein. Ja, das ist so ein Korrekter, Das ist so ein Korrekter. Vielleicht wollt ihr nach dem Show Fotos machen. Ey, der lacht. Bruder, der kennt meine Videos. Warte, Mom, wie wir, Bruder, ist schneller. Gut, dann muss lachen. Ey, warte. Wir sind gut. Oder der gleiche Mom, wie wir. Er kennt uns. Ey. Sind wir uns einig? Ja. Bin ich viel zu nett? Kommt raus. Ja, Spaß. Du darfst doch nicht sagen, ob ja oder nein. Dann könnt ihr die Show komplett abbrechen, wenn ihr mich rausschmeißt. Aber wir müssen dich auswählen. Alles klar. Freunde, wie angekündigt, wollte ich einmal die Gewinner von dem Instagram-Gewinnspiel bekannt geben. Sprich, ihr wisst ja, alle, die mir auf Instagram folgen, hatten die Chance, 5x 100 Euro zu bekommen. Die Gewinner werde ich jetzt hier einblenden. Aber Freunde, falls ihr jetzt nicht gewonnen habt, braucht ihr nicht traurig sein. Wir machen direkt weiter. Deswegen kommt wieder auf Instagram. Ich werde nochmal 500 Euro verlosen unter allen meinen Instagram-Abonnenten. Sprich, das Einzige, was ihr tun müsst, ist einfach nur mir auf Instagram folgen. Auf Instagram bei mir seid ihr sowieso immer up to date, was das Format angeht. Wer in den nächsten Folgen mit dabei ist, was die nächsten Themen sind, alles drum und dran, hinter den Kulissen, dies, das, deswegen das findet ihr alles auf Instagram und das werden wir dann auch wieder im nächsten Video bekannt geben. Ich wünsche euch viel Glück und wir machen weiter mit dem Video. Lecker. Von der Mitte brauchen wir noch ein paar Infos. Ja, safe, den Roten will ich befragen. Du hast ja gesagt, du warst ja auch in Haft gewesen noch, was war da genau passiert, wenn ich frage? Soll ich jetzt erstmal meine Geschichte erzählen? Oder? Ja, achso, ja. Ich habe das nicht verstanden. Erzähl mal die Geschichte, die haben wir gar nicht gehört. Also ich habe ja eben am Anfang gesagt, dass ich so klassische Dinger bedient habe, als ich konvertiert bin. Es ist halt so, dass ich mit einem Kollegen, der auch konvertiert ist, wir wollten alles so gut wie möglich praktizieren, haben dann mit Zunderkleidung angefangen, Bad, ist ja auch alles gut und schön. Und irgendwann kamen so Gedanken, die Schuhe auch auszulassen, barfuß rumzulaufen. Deutschland? In Deutschland? In Deutschland, ja. Seit draußen, barfuß? Ja. Aber Bruder, Muslime haben Schuhe an. Der Prophet hat schon immer Schuhe an, Bruder. So. Ja, das ist aber mein Film. Dann bin ich in den Wald, weil ich habe meinen Kollegen gesehen, der lief immer mit dem Stock rum. Das haben alle Propheten waren Hirten. Wir waren richtig in diesem Film drin, richtig extrem, ja, was das angeht. Dann bin ich hin, habe mir auch einen Stock geholt und habe noch direkt ein paar mitgenommen für die anderen Brüder, die im Keller zurechtgeschnitzt. Keiner wollte einen haben, außer mein Kollege und ich. Wir sind damit rumstolziert, voll stolz. Und in der Moschee, die haben sich aufgeregt darüber. Jung, wir hatten keinen Grund. Die sagen,
sagen, was sagen, sollen die Nachbarn denken, wenn ihr mit diesen Stöcken hier rumlauft. Mein Kollege ist immer weitergegangen, der hat sogar Löffel und alles weggelassen. Bei Suppe und bei Kelloggs hat er so geschlürft. Also ich war, ganz kurz, ihr wart jetzt nicht extrem in dem Sinne von, dass hier so Richtung Dschihad und so geht, sondern Richtung mehr zurück in den Ursprung des Islams mäßig, oder wie? Zu dem Zeitpunkt waren wir in der Selbstfindung. Ja, ja, aber ich meine, mit Stöcken rumlaufen und keinen Löffel essen ist doch nicht extrem. Also, es ist extrem in der im Praktizieren also, schon. Wenn du mal eine Moschee besuchst und da kommt jemand ohne Schuhe oder mit Stock, was bringt er denn für eine Unruhe in die Gemeinschaft? Ja, ich denke einfach, der Arme, der spielt gerne mit Stöcken und hat keine Schuhe. Und außerdem habe ich ja noch nicht ausgesprochen, das war gerade erst der Anfang. Ich bin jetzt 22 Jahre Muslim, was meinst du, was ich für einen Weg hinter mir habe? Wir reden gerade von dem, was am Anfang war. Oder soll ich direkt mit dem Ende anfangen? Boah, ich finde der sehr, sehr realistisch. Was war denn so das Extremste, was du jetzt rückblickend sagen würdest? Kein Verständnis mehr dafür? Weil ich rückblickend am Extremsten gemacht habe. Es ist ja nicht so, dass ich alles falsch gemacht habe. Der Islam ist für mich die Wahrheit. Natürlich, ja. Nur der Islam kann nichts für meine Fehler. Ich war damals überfordert mit all diesen ganzen Sachen, hatte niemanden an meiner Seite. Wir haben uns reingesteigert. Ich habe die Möbel aus der Wohnung raus, habe meinen Job hingeworfen. Irgendwann kam ich nach Hause, Frau war weg. Weil ich war total in dieser Seifenblase drin, bis wir selber eine Moschee gegründet haben. Als wir die Moschee gegründet haben, bin ich ein bisschen ruhiger geworden, wieder vernünftiger aufs Aussehen geachtet. Und dann ging das ins nächste Extrem. Und was ist da passiert? Das würde mich noch interessieren. Danach habe ich angefangen, mit gewissen Dingen, die mir Spaß gemacht haben, zu provozieren, öffentlich. Zum Beispiel? Es sind viele Dinge, die da schon bekannt haben. Da hat er auch eben etwas auch schon erwähnt. Infostände und andere Sachen. Ja, aber du bist nie ausgewandert nach Syrien oder... Ich bin auch ausgewandert nach Ägypten für eine gewisse Zeit. Um dort Islam zu studieren, oder? Richtig, um Arabisch zu lernen. Und darf ich jetzt zurückgreifen auf diese Frage mit der Haft? War das auch begründet mit dem heutigen Thema wegen dem Exorzismus oder war das was ganz anderes? Das geht dann wieder in diese Richtung noch ein bisschen extremer. Willst du erzählen, warum du die Haftstrafe bekommen hast? Ich bin verurteilt worden, weil ich eine ausländische Vereinigung unterstützt habe in Syrien. Ne? Aber du warst auch nicht vor Ort, oder? Ich bin dorthin, habe was abgegeben, wieder zurück. Weißt du, was ich glaube? Boah, das kann ich jetzt, nee, dann ist schon Spannung weg. Soll ich sagen? Der ist ein gläubiger Moslem, der glaubt auch, aber der ist ja auf gar keinen Fall radikal. Weil der kennt den Islam und so alles schon. Aber kann auch sein, dass er das sagt, um zu blöffen. Er war schon ein paar Mal in der Moschee mit seinem Freund. Natürlich, Bruder. Der ist auf jeden Fall Achim, Mashallah, Bruder. Die kennen sich, Bruder, und der hat ihm viel über den Islam auch beigebracht. Aber meinst du, jetzt innerhalb der kurzen Zeit? Der ist doch mit 18 konvertiert, der ist doch viel jünger. Es kann aber auch sein, dass der andere gar nicht so extrem ist, aber jemanden kennt, der extrem ist und deshalb die Information hat und uns aufklären will. Aber selbst war der noch nie 3 Monate in Syrien, Mann. Wie ist denn der so wieder zurückgekommen? Ich weiß nicht, ob er das darf. Ich kann ja auch ein Foto zeigen, als ich in Syrien war. Nein, brauchen wir nicht. Kannst du dir alles zeigen? Wir wissen ja gar nicht, wie du aussiehst. Du könntest uns ja irgendein Bild zeigen. Ich kann dir auch ein Bild zeigen und sage, ich war in Syrien. Ja, wir müssen einen rauswählen, aber ich würde sagen, wir fragen trotzdem nochmal die Linksextremisten. Alles echt schwer. Feministin. Feministin, boah, vielleicht reagiert ja Kuchen-TV hier drauf. Bezeichnest du dich heute immer noch als Feministin? Ja, voll. Okay. Voll. Also nach wie vor Feministin. Ja. Kennst du Kuchen-TV? Kuchen-TV? Ja. Nee. Hast nichts verpasst. Bist du so in Social Media drin? Ja, Social Media voll. Also ich mache auch Filmproduktion beruflich. Bist du auf Twitter aktiv? Twitter nicht, aber Instagram. Ich habe auch einen YouTube-Channel. Aber Bruder, die blufft. Weißt du, warum die blufft? Weil vorhin, da hat der Abdel die gefragt, woher kommt denn dein Männerhass explizit? Ja. Und bevor sie diese Frage beantwortet hat, hat sie voll drum herum geredet, bis der Kameramann ihr gesagt hat, ey, du musst ja beantworten. Da musste sie daran erinnern, an was die Ursprungsfrage war. Während sie so lange geredet hat und die Worte geschmückt hat, damit hat sie so diese Sätze in die Länge vor. Ich war Lehrer, wenn Schüler sich vorbereiten, dann schon das direkt. Ich glaube schon, dass sie wahrscheinlich lesbisch ist, feministisch, aber ich glaube nicht, dass sie so extrem an was Männern angetan hat. Nein. Das Ding ist so, es ging für mich halt darum, dass es halt so, wir unser Mädels-Ding gemacht haben und wir so voll aktiv waren gegen die Jungs, weil es ging mir gar nicht so übelst um diese... Mädchen gegen Jungen habe ich auch immer gespielt auf Schule. Es ging mir gar nicht so um dieses Twitter-Bullshit und um diese ganze Bürokratie und Politik, das feiere ich. Raus! Gleich ist Iftar, Bruder, ich will doch mein Iftar zu Hause machen, raus, Bruder! Ich war halt in meiner Rebellion-Phase, ich kam zurück, hatte keinen Bock auf diese Sachen und... Was heißt denn aktiv gegen Jungs? Also was habt ihr denn aktiv gegen Jungs gemacht? Graffiti. Nur Graffiti? Ja, und halt wir waren bei den Burschenschaften so von der Uni und haben dann halt ein paar Scheiben eingeschlagen. Und ihr habt Scheiben eingeschlagen? Ja. Das trau ich dir nicht zu. Die hat doch keine Scheiben eingeschlagen. Und ich bin ein Fan von Farbbomben auch. Halt. Raus! Aber du darfst es nicht sagen, ob du gelogen hast oder nicht. Raus? Ja. Ja. Aber gut gemacht, ey. Sehr gut gemacht. Okay, 3 Kandidaten. Woo! Was sagt ihr denn zu rechts? Ganz rechts. Rechts raus! Raus. Also ich glaube, ein bisschen an seiner Geschichte kann wahr sein so, aber ich glaube nicht, dass er Deutsche hasst. Ich glaube, da ist ein anderer, aber wenn deine Geschichte stimmt, finde ich sie echt sehr traurig. Ich finde es auch mutig von dir, wenn du sie so einfach erzählst, weil es klingt echt hart. Oh mein Gott, ist da gerade eine Träne? Ich kann das nicht sehen. Hat er gerade geweint? Hat er gerade geweint? Hat er? Weißt du, kam gerade eine Träne bei ihm? Hat er? Also, oh. Oha, Alter. Oh nee, boah.
Oh, ich bin überfordert mit sowas. Ganz schlimm für mich. What the fuck? Ey, Nein, nein. Sollen wir jetzt fragen oder? Ist alles gut? Können wir dich fragen oder? Also, der Typ mit der weißen Cap, Bruder, auf jeden Fall, der hat was durchgemacht. Safe, auf alle Fälle. Der hat was erlebt im Leben. Aber er hat keinen Hass auf Deutsche. Dafür hat er ein viel zu gutes Herz. Das merkt man. Der hatte gerade seinen emotionalen Moment, Bruder. Man merkt. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ich wäre immer noch, dass du die Wahrheit sagst. Also, ich für mich nur, weil, keine Ahnung, vielleicht hatte der wirklich diese Phase mit dem Hass. Aber er war trotzdem immer ein guter Mensch. Warum ich gerade so emotional wurde, ich musste an Noah denken. Den habe ich damals im Heim kennengelernt. Das war meine extremistische Phase. Das war einer der einzigen Deutschen, mit dem ich klarkam. Aber ich kam ja gar nicht dazu, was ich wirklich gemacht habe. Das mit dem Haus. Das Gartenhaus am Brennen, das war ja eine der wenigen Sachen. Das Problem an einem Förderinternat, gibt es ja gewisse Regeln. Da kannst du ja nicht so 24-7 rausgehen, wie du möchtest. Es gibt Uhrzeiten immer, von wann bis wann man raus darf auf diesem Heim. Das war immer das Problem. Wir haben ja damit angefangen, wirklich durch die ganzen Nachbarschaften zu gehen. Am besten immer abends, wo die Erzieher auch, wo es dann halt nur einen Erzieher immer nachts gab, der das kontrolliert hat. Wir haben uns nachts halt immer rausgeschlichen. Wir haben angefangen, bei manchen Häusern reinzugehen, Fenster kaputt zu machen, wo wir wussten, dass die deutschen Kinder leben, die sich auch immer über Dennis lustig gemacht haben. Dennis war ein Junge aus Rumänien. Er war auch erst seit 4 Jahren da und der hat diesen Deutschen Hass auch irgendwie geteilt, weil er wurde nie wirklich respektiert. Und das war der einzige Junge, der damals zu mir gehalten hat. Diesen Hass habe ich halt extrem entwickelt, halt zu der Trennung von meinem Vater, weil ich habe nichts verstanden. Sexuelle Belästigung, ADHS, so, ich hatte nie irgendwie... Aber ich verstehe noch nicht genau, warum du von deinem Vater getrennt worden bist. Nein, das Problem ist, ich bin auch vorher von der Grundschule schon einmal von der Schule geflogen und auf die Förderschule gekommen. Da hat mein Vater sozusagen eine Abmahnung bekommen. Wo ich dann ins Heim gekommen bin, war das ihm zu viel. Sexuelle Belästigung, ganz kurz, warum eine Abmahnung? Weil von der Grundschule bist du ja wegen ADHS runtergekommen. Genau. Das ist doch keine Abmahnung für das Elternteil. Doch, oder? Weil ich ja der Schule auch schon Scheiße gebaut habe. Aber das ist ja was, dafür können die Eltern ja nichts. Stell dir das doch mal vor. Mein Vater beherrscht die Sprache gar nicht. Er war der einzige Mann, der sich um mich gekümmert hat und war damit schon überfordert. Und die Lehrer konnten ja nicht mit meinem Vater wirklich kommunizieren. Das war nicht so einfach, dass er mich da bei der Förderschule angemeldet hat. Und das Problem war, mein Vater konnte mich ja auch nie zur Schule fahren. Die Schule war 20 Kilometer von meiner Wohnung entfernt und er hatte auch keinen Führerschein. In dem Alter kannst du noch gar keinen Hass definieren. Eine Frust, genau. Wie ein Kapper, eine Aggression, aber Hass. Ich verstehe den Punkt. Der Hass hat sich ja auch nicht direkt in der Grundschule entwickelt. Das kam ja erst später, wo ich ins Heim gekommen bin. Die Definition von Hass. Aber ich kann euch sagen, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Und Das glaube ich dir auf jeden Fall. Was ich für Sachen fähig war, wenn ich mit denen alkoholisiert war und auch angefangen habe zu rauchen. Ich glaube, dass die Geschichte stimmt, aber er hat keinen Hass auf Deutsche. Ja. Da hat die Geschichte gemischt mit wahren Elementen. Ja. Das ist ja auch. Die beste Lüge ist, wenn du ein bisschen Wahrheit drin erzählst. Raus, sind wir uns einig? Ich hätte jetzt auch erstmal rausgesagt. Ich hätte vielleicht einen Punkt, weil er dauernd sagt, ich hatte keinen Hass gegen Deutsche. Auf dieser Förderschule waren nur Deutsche, wo ich anfangs war. Die Mädchen, die mich wegen sexueller Belästigung ausgeschmissen haben, die dafür gesorgt haben, waren nur Deutsche. Meine Mutter, die ich nicht kennengelernt habe, war Deutsche. Und diesen Hass, der macht Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, was ich fähig war. Aber warum versucht er seinen Hass recht zu fertigen? Da muss er uns von seinem Hass noch versuchen zu überzeugen. Na doch, er ist kurz davor rauszufliegen. Die beiden sind halt zu stark für ihn. Mittlerweile. Also ich sag nein. Ja, ich würde auch sagen raus. Guck mal, du darfst noch nicht sagen, ob ja oder nein, aber wir... Ich wollte aber nochmal klarstellen, dass inzwischen, dass es mir gut geht, dass ich damit nichts mehr am Hut habe. Ich bin jetzt bei der Bundeswehr, ich streame, also bei mir ist alles clean, ich habe damit gar nichts mehr. Und das finde ich auch komisch, wenn du hast, so krass Hass auf Deutsch hast und dann gehst du zur Bundeswehr. Ich sag raus. Ich sag auch raus. Ich auch. Deswegen musst du einmal... Aber wenn du gelogen hast, ne? Ja, stabil, weißt du. Also die waren ja echt gut. Weißt du, was ich glaube? Weißt du, was meine Vermutung ist? Der in Schwarz, glaube ich, dass er jemanden zwar bestimmt aus dieser Szene kennt und deswegen uns so aufgeklärt am Anfang von wegen, Leute, distanziere mich davon und so. Aber ich glaube, du selbst warst nie in Syrien, beziehungsweise in dieser Absicht nicht. Ja, glaube ich auch. Der in Weiß allerdings ist sehr authentisch, also verdammt authentisch. Finde ich auch. Ich bin mir zu, ich sag mal, 99% sicher, dass der Bruder im Schwarzen die Wahrheit erzählt. Die Wahrheit? Und das habe ich aber ich finde der Rechte. Allein wenn er gesagt hat, okay, ich habe nichts Schlechtes, der Islam ist nichts Schlechtes. So, weißt du, was ich meine? Ich stimme Hisham zu, aus einem Grund, das muss ich dir auch leider ehrlich sagen, daheim. Ich glaube, ich habe dein ganzes Format gefickt. Wo wir hingekommen sind, habe ich auf dem Parkplatz jemanden beten sehen. Und dieser Typ, der auf dem Parkplatz gebetet hat, hatte einen schwarzen Bart. Ich dachte erstmal, das wäre der mit dem roten T-Shirt. Aber der hat von Nazis gesprochen. Da wusste ich, okay, der hat nichts mehr über Islam gesagt. Hisham hat mir gesagt, dass einer hier hinkam mit einem Bonner Kennzeichen. Und der Typ kommt aus Bonn. Du betest auch. Aber auf dem Parkplatz, Bruder, das. Die Sache ist, ich wusste nicht, dass das einer von denen ist. Ich wusste nicht mal, dass das... Wir sind ja gefahren und bei der Ausfahrt war ein Auto vor uns, okay? Aber jemand, der betet, ist für mich, das ist für mich kein Indiz. Aber jemand, der aussteigt und direkt das Erste, was er macht, Schuhe ausziehen und dann beten. Ich wusste nicht, dass er es ist. Wir haben nur zwei Leute gesehen. Ich meine so, guck mal, wie krass, Wallah, ich muss auch jetzt beten gehen. Aber heißt das, dass er Extremist ist? Nein, aber deswegen kamen wir rein. Er war ja Extremist. Also lass ihn doch mal reden. Ich muss aber gerade sagen, es ist die Pflicht eines Muslims. Direkt. Ja. Das ist nicht extremistisch. Das ist es, Bruder, das ist es.
Darum geht's doch nicht. Bruder, damit wir uns nicht falsch verstehen, Bruder. Denkst du, ich mache jetzt meine Religion schlecht? Nein, ich weiß, ich meine weil. Allah, Bruder, als ob ich jetzt komme und sage, Extremisten, Bruder, ich bin selber fünfmal am Tag. Der extremistische Teil bei dir ist nur diese Syrien-Dingens, was du gesagt hast. Der Rest ist ja normal. Ist eigentlich, Bruder, das müsste ich eigentlich auch machen. Damit, ich wollte mit dem Gebet damit implizieren, dass das jemand ist, der wirklich erzählt, dass er gläubig ist. Und nicht jemand, der aber nur beide eine Geschichte blöft. Weil da könnte auch jemand stehen und der erzählt etwas und das, der hat gar nichts mit dem Islam zu tun. Ja, aber der Rechts muss ja genauso alles bescheiden. Ja, nur eine Frage stellen, der hat sofort geantwortet. Aber wie geht das, dass du so schnell, weil das ist mein, warum ich dir nicht so glauben kann, ist, warum, wie kannst du so schnell in Syrien sein, warte, und dann am Ende in 3 Monaten, obwohl du eine Gehirnwäsche hast, wieder rauskommen? Das ist so schwer, vor allem du warst alleine da, ne? Du hast keine Familie dabei und sonst was, du warst komplett auf dich allein gestellt. Da kriegst du eigentlich so eine Gehirnwäsche nicht so einfach weg, weil du bist nur um die, mit den Leuten herum, die dir die Gehirnwäsche verpassen. Und dann von der Peshmerga gerettet und dann hierhin und easy weiterleben. Ich nein, kann easy das nicht so ganz glauben. Ich bin 5 Jahre im Gefängnis gewesen. Ich habe nicht easy weitergelebt. Du sagst ja, es ging ja so alles schnell. Du musst unterscheiden, dass 2013, ne, das war ganz einfach, das war ein Bürgerkrieg dort. Ne, das war die Jabhat al-Nusra. Du musst dir vorstellen, ich bin da ohne Militär, also als ich durchgekommen bin durch die Türkei, kein einziger Soldat, kein einziger türkischer Soldat hat mich aufhalten können. Es war alles so, ich konnte da rein und raus, ohne Probleme. Ihr habt mich nicht gefragt, wie ich erfasst worden bin durch den WhatsApp-Verkehr, durch meinen Schleuser, der dann zu dem Zeitpunkt in Deutschland war. Durch ihn wurde ich dann erfasst. Die Sache ist, also ich weiß, also deswegen, ich kenne Leute, die auch dort gewesen sind, so, und deswegen, seine Geschichte hat für mich, also Hand und Fuß, so, alles, was er gesagt hat, hat sich so... Aber die von dem Rechten nicht? Nein, von ihm auch, aber ich glaube nicht, dass er, aber es heißt ja nicht, dass du extrem bist, wenn du barfuß rumläufst, so mit einem Stock, Bruder. So. Ja, ich meine, nein, jetzt gerade, wie die reden und so. Ja, aber keiner, der extrem im Islam ist, läuft mit, Bruder, ich habe bis jetzt noch nie habe ich einen kennengelernt, der barfuß mit Stock rumläuft, weil er sagt, ey, ich bin jetzt... Du bist ja ein Konvertierer. Aber jeder konvertiert in einem Punkt wieder. Nein, nicht jeder konvertiert, aber ich wollte alles richtig machen. Ich bin 1998 zum Islam gekommen, da gab es kein YouTube, da gab es die ganzen Videos nicht. Ich hatte keinen Achi an meiner Seite, der mir gesagt hat, mach das so und so. Ja, und dann habe ich einen Hassan aus Viersen, der barfuß rumgelaufen ist und Bart hat, und der hat mir voll imponiert. Und dann hatte ich einen Griechen, der lief im Turban rum im Stock mit einem Zweiteiler und hat mir gesagt, boah, hat der einen Iman, ich will auch so sein wie er. Das, was er beschreibt, das ist für mich nicht so wirklich extremistisch. Aber ich muss ja noch was dazu sagen, ne? Ich weiß ja selber nicht, wie schnell das alles geht. Soll ich direkt mit allem kommen, dann ist ja, bin ich in der ersten Runde quasi direkt, ah, das ist der. Ich habe leicht alles vorgegeben und habe euch gesagt, es gibt noch mehr. Ihr könnt ruhig Fragen stellen, aber soll ich direkt auspacken, habe ich eben schon gefragt. Ja. Er hat doch auch gesagt, dass er doch in Haft war, weil er doch 5 Jahre wegen dieser extremen Sache, wo das er extra was abgibt. Das war nur in der Anfangsphase. Ich bin da bei dir. Also so schlimm ist das jetzt nicht, aber du hast natürlich in der Jamaa hast du da Fitne. Das ist auch ein Extrem. Danach kam das nächste Extrem von mir mit dem Provozieren. Er hat seine ganze Mödel ausgeräumt aus dem Haus. Der war auffällig, aber jetzt Extremist, da klingt und das danach eher für mich. Nicht direkt für mich nach Syrien, aber ich habe 2 dorthin geschleust, Nachtsichtgeräte hingebracht und 250. Hast du das denn bereut? Also so jetzt im Nachhinein, als du dann die Haftstrafe bekommen hast? Oder sagst du. In der Haft überdenkt man sehr viele Dinge. Das ist mein Sohn zum Beispiel. Du hast aber nichts verraten. Ja, natürlich denkt man über diese Sachen nach. Warum, wieso, weshalb. Sonst würde ich auch nicht hier stehen. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier anfangen zu weinen? Ich sag euch ganz ehrlich, guck mal, ihr lacht jetzt gerade, ne? Die Thematik ist so brisant. Wenn du meine Haut steckst, dann weißt du nicht mehr, wie du dich verhalten sollst, weil du kannst keinem Recht machen. Ich bin kein ehemaliger Nazi. Ich bin für die Gesellschaft draußen ein ehemaliger Islamist, ein Terrorist. Und da kriegst du nicht so schnell eine zweite Chance. Ey, selbst die Muslime wollen dir keine Chance geben. Da ist das. Ich sag nur, er ist in diesen Kreisen gewesen von ja, Leuten, ne, das ist es. Und sein Kollege, genau, der ist auf jeden Fall wirklich, da hatte wirklich diese... Boah, ich denke genau andersrum. Genau andersrum. Warte, genau andersrum. Der hatte... Guck mal, wie er gerade gesagt hat auch, dass er kein Ex-Nazi war, sondern Ex-Extremist. Also, dass es ganz anders wahrgenommen wird von der Gesellschaft. Also, weißt du, was ich meine? Ja, aber ich sagte, vertrau mir. Ich glaube, der ist viel ehrlich. Zu lieb, der war nicht in Syrien, aber der kennt seine Leute, waren in Syrien. Ich wundere mich, dass ihr mir nicht konkretere Fragen stellt. Ihr seid schon am Entschließen, wer was ist. Ihr könnt eigentlich konkrete Fragen stellen. Das, was meine Kinder durchgemacht haben in dieser Zeit, mein Name war Fame. Was haben die denn durchgemacht? Willst du gar nicht wissen, wenn dein Vater als Terrorist im Knast sitzt? Ja, das ist hart. Die wurden zusammengeschlagen. Touristen Support haben. Nein, der vom Jugendlichen, die waren Kleinkinder, sagen, das sind Kinder. Denk ich mal vor, der würde jetzt lügen und er würde so reden und vor seinem Kind, das macht er doch. ABK. Ganz kurz. Denkst du das gerade aus? Und sein Sohn sitzt hier und er macht noch was. Er denkt sich das doch nie im Leben aus. Ja, aber warte mal ganz kurz. Du hast ja gesagt, du hast Familie bei der Peshmerga. Genau, ja. Und die haben dich da rausgeholt. Schleuser rübergeschickt. Die haben die Schleuser, aber die Peshmerga ist doch, das ist ja Todfeinde von den aber Jihad. Nicht meine Feinde, das ist meine Familie. Ja, aber das ist deine Familie, aber du, einer von und denen wird dir helfen. Wissen, aber die Peshmerga waren nicht die Todfeinde, das war nicht der Krieg von der Peshmerga mit denen. Verwechselst du was? Der IS ist bis dahin, gab es bis dahin gar nicht. Den gab's doch nicht. Den gab es gar nicht. Ihr müsst etwas unterscheiden können. Das ist Jabhat al-Nusra.
Jabhat al-Nusra, das ist, ich weiß, das ist... Freiheitskämpfer, ja. Das ist die FSA, ne? Freiheitskämpfer, ja. Ja, ja. Das waren die Freiheitskämpfer. Die IS kam ja danach rüber aus dem Irak. Und wüsste ich, dass der ja später kommen würde, wäre ich niemals dahin gegangen. Wie hat deine Mutter reagiert, als du da warst? Meine Mutter hat es erst circa nach 2 Wochen herausgefunden. Und dann, was hat sie gedacht? Meine Mutter hat erstmal mich natürlich zahlreich sehr, sehr, sehr oft per WhatsApp kontaktiert. Sehr, sehr oft. Ich bin auf gar nichts eingegangen, weil ich erst nach 25 Tagen gar nicht mein Handy hatte. Ne? Hat mir eine Krankheit vorgespielt. Ne? Bin dann zurück und wurde dann im deutschen Flughafen, Düsseldorf Flughafen, von der SEK empfangen worden durch den WhatsApp-Verkehr. Bin erstmal nach Karlsruhe mit dem Helikopter. Alles wurde mir zugeschickt. Ich wusste gar nicht, wo ich bin, gar nichts über mich. Also ich wusste nicht, wo ich bin. SEK? Ohrens, genau, SEK. Also Antiterror-Einheit, ne? Sondereinheit. Meine Ohren waren zu, mein Gesicht war verbrannt. Wir brauchen noch gar nicht diskutieren. Abdel, was sagst du? Ich sag noch gar nichts. Ich will, dass man ihr hört. Weil ich will, was sagst du? Ich sage, beide sind Praktizierende Muslims, Mashallah auf jeden Fall an dieser Stelle. Und ich sage, der im Weißen, weil worauf ich jetzt einfach alle Karten setze, ist der Kleidungsstil, dass der die Hose über den Knöcheln hat. Das ist gerade dein Punkt, oder? Ich schwöre dir. Es ist eher einer von den beiden. Ich sag, schwarz ist die Wahrheit. Was sagst du, Zara? Was sagst du? Nein, ich sag nicht weiß. Ich revidiere, Bruder. Ey. Ich weiß, dass du 100% links, das habe ich von Anfang an. Bruder, als ich hier reinkam, mich hingesetzt habe, hatte ich von dem dieses Gefühl. Und der war am Beten, den hat schon beten. Aber beten können die doch beide, er betet auch 100%. Eine Frage, bin ich so gut oder seid ihr so schlecht? Weil ihr, warum stellt ihr nicht Fragen? Bruder, wir haben schon Fragen gestellt. Guck mal, du warst am Anfang gut. Du warst am Anfang gut, ich habe so ganz langsam angefangen. Aber du hast mich immer noch nicht. Nein, doch. Warte, weißt du, warum ich hier so stehe? Weil wenn das nicht da wäre, hättet ihr mich 100%. Wegen dem Bart. Ach, was wegen dem Bart? Mein Gesicht ging durch alle Medien. Aber du bist, nein, aber... Sven Lau, Sven Lau, aber niemals. Niemals Sven Lau. Also wenn Sven Lau, dann niemals. Warte, ganz kurz. Kennst du Sedat? Wer ist das denn? Kennst du einen Sedat? Sedat? Ja, einen Sedat aus Köln. Sedat aus Köln? Ja. Kann sein. Ich sag schwarz ist die Wahrheit. Okay, nein. Okay, ey, lass erstmal, ganz kurz. Lass erstmal abstimmen. Schwarz. Also du sagst schwarz, Hisham sagt auch ich schwarz. Ich sag schwarz, 100%. Ich bleib bei weiß. Ich sag immer noch weiß. Was sagst du, Abdel? Schwarz. Also 3 sagen schwarz. Ja. Ich hab bei der Scharia-Polizei mitgemacht. Da will ich auch nicht. Ich sag schwarz. Es ist nicht schwarz. Es ist nicht schwarz. Ich sag schwarz. Allein das mit dem Sohn, der ist nicht schwarz. Ich sag schwarz. Zahlt ihr dann 500 Euro? Also lass mal abstimmen. Ja. Weiß, ich weiß. Ich bleib bei weiß. Ich bleib schwarz. Ich sag schwarz. Aber das ist, also er ist auf jeden das Fall, guck mal. Der versucht es die ganze Zeit zu rechtfertigen. Er nicht, er redet gar nicht. Ich sag 3-mal schwarz und 2-mal weiß war er. Mir bleibt denn jetzt ganz übrig. Ich muss ja auf euch hören. Ich sag schwarz. Ihr seid ja Mehrheit. Ja. Ich sag schwarz. Du hast es zerstört mit der Folge, Bruder. Ich sag dir, boah, ist hart, das ist ein richtig Brainfuck, Digga. Aber allein, dass ihr da so lange rumdiskutiert. Sein Sohn ist hier. Der traut sich doch so eine Show nicht vor seinem Sohn. Aber der hat auch gut erzählt. Er hat Attitude, Mann. Die Sache ist, bei Islam ist das so schwer. Das ist halt so. Ihr habt euch darauf berufen, weil er betet. Wir beten auch. Nicht wegen Gebet. Hey, das war der Hauptgrund. Nein, das war sein Pflichtbewusstsein. Dass er das hat er doch safe auch. Das hab ich auch. Aber das egal, hast du auch. Ey, wir haben sowieso eingeloggt. Scheiß drauf. Also derjenige, der wirklich ein Extremist ist, soll nach vorne kommen und anfangen zu reden. Nein! Nein! Ey, ich hab's euch gesagt! Ey, Mann! Sven Lau. Heute nahm Sven Lau sein Urteil entgegen. Schon während seiner Ausbildung konvertiert Lau zum Islam, wird schnell schillernder Prediger und enger Vertrauter von Pierre Vogel. So sieht das aus, wenn Sven Lau mitten in der Mönchengladbacher Innenstadt provoziert. 5,5 Jahre Haft für die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Noch eine Sache ganz kurz, ne? Darf ich mal sagen? Ja. Also es war komplett gelogen, ne? Auch mit den ganzen Einheiten. Also ich kenne mich ja nur ein bisschen darum aus, weil meine Familie... Der hat Angst. Er hat euch so... Der hat Angst vor SDK. Meine Familie ist halt, ne? Ich bin Kurde aus dem Irak, dort ist halt bekannt, ne? Wir kämpfen bis heute noch gegen IS und so und das Ganze. Deswegen wirklich gar nichts Ernstes, es war alles nur so gesagt und ich distanziere mich komplett von sowas. Ja. Also gar nicht, habe ich nichts damit zu tun, es war alles gelogen. Das ist fünfmal gesagt. Einfach Sven Lau, ich kenne von Spiegel TV. Du kennst ihn? Und ihr habt ihn nicht erkannt? Ich doch, Bruder. Bruder, man rechnet doch nicht mit Sven Lau in einem Sky-Video. Da würde ich von meinem Kanal mitrechnen.
Ah, ich finde, der Halbschwarze ist ein krasser Lügner, Alter. Gefährlich. Ganz gefährlich. Der kommt mir auch irgendwie ein bisschen bekannt vor. Machst du irgendwas? Was machst du? Ich bin auf Twitch unterwegs. Vielleicht hast du mich da mal gesehen. Ich hab dir auch mal einen Link bei Instagram geschickt. Ey! Warte, hast du nicht mal auf mich reagiert? Doch, jetzt kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ja, ja, doch. Ich heiße der OTB Nelson, das ist mein Name. Doch, jetzt kommt mir bekannt vor. Naja, ich bin wirklich, also. Ich bin zwar bei der Bundeswehr, das stimmt, ich hatte aber auch wirklich nie einen Hass gegen Deutsche. Deswegen, ich liebe meine Mutter und der Mama, die das Video gesehen hat. Und er ist, du hast Shisha-Bar locker, ne? Der Arme! Meine Geschichte entspricht natürlich nicht der Wahrheit. Okay. Ich hab nicht gelogen, ich habe irgendwas erfunden unterwegs, im Autofahrt hier. Wir haben auch selber Instagram-Seiten, ja, wir machen Gewinnspiele und ich mache Interviews mit großen Stars bei uns auf der Seite Green Mind TV. Was mich von Sven interessiert. Ah, fuck, ich wollte fragen, was war dein deutscher Name? Und da habe ich es vergessen, da habe ich ja den Finger. Und als ich gesagt habe, Sven, dann habe ich auch gedacht, oh. Ja, deswegen, dann habe ich gedacht, so, ey, da musst du. Weil mit dem war ich zusammen im Hubs. Aber warum hast du denn nicht gesagt, dann wäre es doch für dich einfacher gewesen zu gewinnen. Ja, aber dann wäre doch, hätte er gesagt, Sven Lauf. Ja, aber dann hättest du gewonnen. Ich habe hier mitgemacht. Wir haben jetzt auch gelacht, ja, ein paar waren schöne Szenen mit dabei. Im Endeffekt ist es ein ernstes Thema. Ja, definitiv. Und warum ich hier mitgemacht habe, ich hoffe, dass der eine oder andere das sieht, der auch auf diesem Weg ist. Deswegen habe ich auch die Anfangssachen so erzählt, dass ich am Anfang unterwegs war. Natürlich ist für mich jemand nicht jetzt ein Extremist, der barfuß mit dem Stock. Aber es sind so Phasen. Das ist die Entwicklung. Genau, das sind so Phasen, wo du dann auf keinen mehr hörst und denkst, du bist der Einzige, der recht geleitet ist, der richtig ist. Man lebt in einer Seifenblase. Ich bin aber jetzt hier in Deutschland. Ich bin sogar Deutscher. Ich habe so gelebt, als wäre ich in Saudi-Arabien. Und selbst dort laufen die nicht so rum. Aber du hast sogar deine Möbel verkauft. Und was ich interessant finde, ist, ich glaube, dich kennt man einfach aus gewissen Storys, sag ich mal, aber die Anfangsentwicklungsgeschichte dahinter eben nicht. Es ist schwer, irgendwann mal Fehler von sich selber einzusehen. Als ich im Gefängnis drin war, das, wie gesagt, ist ein ernstes Thema. Da wird es im Gefängnis mir bewusst geworden, weil ich wurde komplett ausgegrenzt. Von allen, alles und jedem wurde ich ausgegrenzt. Und erst mit der Zeit, wenn die sehen, okay, der ist nicht so, oder ich habe mich auch selber natürlich auch geändert. Aber warum kommt Spiegel TV nicht jetzt nochmal zu dir und zeigt deine Entwicklung? Nicht, weil die auf die andere Seite nicht radikal genug ist. Sven, das ist voll spannend. Machst du heute, bist du irgendwie tätig in diesem Bereich, wo du aufklärst sozusagen? Oder mir sind viele noch skeptisch. Ich bin seit 2 Jahren raus. Ich habe ein Buch rausgebracht, wer ist Sven Lau? Dort habe ich schon mal alles detaillierter mitgegeben, ja, weil die Interviews, die ich gegeben habe, die geben das alleine nicht her. Ja. Das ist so viel. Und ich weiß, was ich gerade eben sagen wollte, es ist manchmal schwer, Dinge von sich selber einzugestehen, wie zum Beispiel, dass ich ein Narzisst war. Wer behauptet sowas von sich selbst? Krasser Schritt, Respekt. Und das, eine kurze Frage noch. Sagst du, wäre die Haftstrafe nicht gewesen, hättest du dich dann geändert, jetzt noch, oder wärst du, glaubst du, noch schlimmer geworden? Man sieht sich ja selber gar nicht so. Es kam ja alles erst, es ist eine Entwicklung, das ist eine Phase. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, du kommst auf einmal mit Leuten in der Haft zusammen, der eine ist rechts, der andere ist Schiite, der eine ist Kurde, ja. Nazis, alles, du kommst mit allem zusammen, homosexuell, mit Leuten, mit denen du normalerweise nichts zu tun hast, aber dort hast du keine Chance, aus dem Weg zu gehen. Deren Perspektiven mitzuleben, haben meinen Horizont erweitert. Du musst dir vorstellen, Leute, die im Knast mich erst zusammenschlagen wollten, weil ich Sven Lau bin, als der Terrorist, ja, in der Dusche, Kopf an Kopf, Nazis, Hooligans, sind am Ende quasi fast Freunde geworden im Knast. Und das hat mich bewegt. Dann habe ich gedacht, das ist ein Mensch, ich war doch auch mal nicht Muslim. Wie wurde ich denn Muslim? Durch das gute Verhalten? Genau. Guck mal, ich habe viele Fehler gemacht, aber muss auch ehrlicherweise sagen, was du eben gesagt hast, man wird, wenn man einmal so einen Fehler gemacht hat, auch komplett ausgegrenzt. Als ich die Aktion mit der Scharia-Polizei gemacht habe, war vorbei. Ich konnte gar nichts mehr machen. Nichts. Vom Arbeitsamt haben die zu mir gesagt, sie sind unvermittelbar. Ich konnte keine Moschee mehr besuchen. Alle Türen waren zu. Und im Gefängnis habe ich mir gedacht, egal was passiert ist, ich werde rausgehen, ich werde arbeiten. Ich habe Arbeit gefunden bei der Diakonie, bei einer evangelischen Kirche. Dass ich dann die Hand gereicht bekomme von Menschen, die gar keine Muslime sind. Und die könnten ja auch Vorurteile haben. Ich verstehe die Leute einfach nicht, die sagen, wie kann der jetzt sowas sagen, als ob ich die Religion verkaufen würde. Und darum geht's ja auch. Das eine hat gar nichts mit dem anderen, genau, zu tun. Absolut. Keiner von uns ist fehlerfrei. Das Einzige, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Und davon machst du ja Gebrauch. Du reflektierst über dich selber und das zeigt deine Entwicklung. Dumme Leute sehen das halt als ein Verkaufen, voll verändert, ja, und sonst was. Aber nein, das ist ja gerade das, was uns vom Tier unterscheidet. Nämlich, dass du selber nochmal darüber rückblickend nachgucken kannst und dann weißt, was Fehler waren und was nicht. Fehler sind da, um gemacht zu werden. Wer keine Fehler macht, der macht nichts richtig. Am Anfang habe ich mich noch in Unschuld gesehen. Ich wollte nur meinen Geschwistern helfen. Und dann habe ich gedacht, wie sehen die anderen mich? Und was hat der Staatsanwalt gedacht? Und wenn ich in seine Haut gesteckt hätte, ganz ehrlich, hätte mehr gefordert.
Ich wollte noch sagen, der Richter, der mich beobachtet hat, könnte euch ja vorstellen, dass ich nicht happy war, wie der mich behandeln lassen hat. Und das ist heftig. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass ich dann auch so einen leichten Kicker auf ihn habe. Aber als dann das Umdenken kam später, habe ich auch in ihn hineinversetzt und habe ihm dann einen Brief geschrieben. Und kurz vor meiner Entlassung hat er mir die Hand gereicht und mir alles Gute gewünscht. Warum ich das jetzt gerade sage, ist, ich will jetzt nicht anfangen zu predigen, aber man kann seinen Feind wirklich auch wieder zum Freund gewinnen. Und das hat mit dem Verhalten zu tun. Das ist ein gutes Abschlusswort, würde ich sagen. Krass, Alter. Ich kann gerade gar nichts sagen, Junge. Ich bin gerade so schockiert. An der Stelle... Gib nicht ABK, der gibt nicht ab. An der Stelle hast du uns aber überzeugt, weil die Jungs wieder mal... Ich distanziere mich von dir. Nein, alles gut. Aber du kriegst von uns, 500 Euro und die kannst du dir jetzt abholen. Ey, du bist voll sympathisch, wollen wir alle Freunde werden? Du hast voll die schönen Augen. Sven Lau, Junge, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Jetzt muss ich trotzdem noch Geld verteilen. Weil es gibt mir ein schlechtes Gewissen, ihr wart alle zu gut, Alter. Deswegen kommt mal kurz her. Wir geben einfach. Ah, ich würde sagen, jeder kriegt 100. Danke. Einmal 100 für dich. Komm her! Wenn ihr nicht kommen wollt, kommt das Geld zu euch. Geht euch davon lecker essen. Nein, Bruder, nein, Wallah, Dünnis, Wallah. Bruder, ich danke, Bruder. Nein, Bruder, Wallah, Dünnis, Wallah. An der Stelle. Oder auf Brand. Bruder, Respekt für die Story und alles, ne? Gebe ich dir mit. Ich danke dir, dass du hier am Start warst, ne? Gefreut. Ist mir eine Ehre. Krass. Alright, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem Video. Wie oft natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Komplett geisteskrank, Alter, einfach Sven Lau am Start. Ich wusste nicht wirklich, wer es ist, aber jetzt habe ich ein paar Berichte gesehen, deswegen... Das ist noch andere Generation. So. Ja, ich glaube auch. Wie fandet ihr das Video? Krankeste, also erstmal, das Format ist krass, Bruder, aber ich glaube, das ist die krankeste Folge. Ich glaube auch. Jury war gut, ne? Obwohl, also ihr... Wir kamen aber bis zum Ende, also eng, weißt du, am Ende war das eng. War gut, deswegen checkt die auf jeden Fall ab, alles von denen in der Beschreibung, Abdel, ABK, Hisham, Zara, alles komplett geisteskrank. Ganz wichtig, Freunde, denkt dran, Side Jeans, neue Kollektion ist, glaube ich, nein, die ist sold out. Okay. Aber ich weiß, dass bald wieder eine neue Kollektion am Start ist, ich schätze mal, ich glaube in einem Monat oder so. Checkt es auf jeden Fall ab, komplett geil, also die Kollektion ist wirklich so. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr als nächstes sehen wollt, wie ihr die Jury so fandet, also ich muss sagen, fand ich gut, hat mir Spaß gemacht, war mir die Ehre mit euch. Danke dir, Bruder, ich danke dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Denkt dran, ey, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt meinem Cousin bei Instagram, nicht mir. Schreibt meinem Cousin bei Instagram und folgt mir natürlich noch auf Instagram, ganz wichtig. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.